Moving ist ein europäisches Horizon 2020 Projekt. Mit dem werden die wichtigsten Herausforderungen und Chancen im europäischen Berggebiet identifiziert. Aufbauend auf den Ergebnissen werden politische Empfehlungen abgegeben. Die tragen zur Resilienz und Nachhaltigkeit der Berggebiete bei. Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften untersucht für das Projekt die Wertschöpfungskette von Berggetreide in Graubünden. Früher hat es in Graubünden viele Getreidefelder gegeben. Im 20. Jahrhundert ist der Getreideanbau mehr und mehr zurückgegangen. Mit der Ausnahme von Roggen gibt es darum kein lokal angepasstes Getreidesaatgut mehr. In den 80er Jahren haben sich dann zwei Bauern und ein Tierarzt zusammengetan und beschlossen, die Genossenschaft Granalpin zu gründen. Mit dem Ziel, das Verschwinden vom Bündner Berggetreide zu verhindern. Granalpin koordiniert die ganze Wertschöpfungskette von Bio-Berggetreide aus Graubünden. Die Genossenschaft hat 170 Mitglieder und setzt 700 Tonnen Getreide pro Jahr um. Im Rahmen des Projekts hat man 4 Herausforderungen identifiziert. Die Veränderung der Landnutzung, der schnelle politische Wandel, der Klimawandel und der Fachkräftemangel. Beispielsweise ist es für Unternehmen, die Granalpin-Getreide verarbeiten, schwierig, Arbeitskräfte und Lernende zu finden. Granalpin bietet aber auch viele Chancen zur Stärkung der Region. Die Wertschöpfungskette ist regional verankert und viele Arbeitsschritte sind in der Region. Sie bietet eine wertvolle Diversifizierung für den Betrieb und die Umwelt. Die Genossenschaft baut auch neue Partnerschaften mit Abnehmern auf. Sie unterstützt zudem Landwirte und Pionierinnen, wenn sie zum Beispiel ihre Versuche machen mit neuen, angepassten und vielfältigen Getreidesorten. Mit Moving werden die Chancen und Herausforderungen erkannt und angegangen. So können Organisationen wie Granalpin die Region auch in Zukunft attraktiv und vielseitig gestalten.